Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales 2. Ja, ich habe jetzt Spielstand geladen und nochmal ein bisschen gespielt. Ich habe aber nicht jetzt nochmal mit dem ganzen Zeug geredet, sondern bis zu dieser Stelle hier. Und ja, wir gehen jetzt nochmal zurück, weil der Vogel folgt uns ja. Aber er folgt uns nur bis hier. Zack, ich glaube, wo ich in den Palast gehen würde, ist er ja zurückgeflogen und wir saßen dann in der Falle. So, dann hätte ich jetzt noch die Vermutung, weil das hätte ich eigentlich im nächsten, also jetzt eigentlich dann schon im Anschluss probiert gehabt, aber da sich das Spiel dann aufgehängt hätte, probiere ich es lieber jetzt gleich mal. Wenn wir nämlich mit dem Vieh jetzt weggehen, der Vogel ist weg, er kann ja nicht Alarm schlagen. Also können wir uns auch jetzt eigentlich die Decke schnappen, ne? So, nimm den Deckel. Ah, okay, da hätte ich dann eine Idee. Wenn wir die Decke jetzt wieder draufpacken, es ist quasi so wie mit Sheep. Genau, wenn der. Genau, jetzt kommt er fällt rein und Decke wieder drauf. So. Ach, macht er selber schon. Super, er ist weg. Oh, da, Kiste. Hatten wir die Schuhe? Oh. Ein lustiger Hut, ja, ein Hut. Damit können wir doch bestimmt. Vielleicht ist er mit dem Hut irgendwas, kann er sein. So, Affe. Bitte einmal ein Brunsala Mary. Weil die können wir doch dann bestimmt austauschen. Weil wir haben ja beschränkte Mittel, um was zu tun. Also gehe ich mal davon aus, wir müssen die einfach austauschen. Also tun wir das Ganze auch mal. Zack. So. Fee, was steht da? Der ist größer, ne? Ah, er sieht nichts. Okay, so einfach ist Jetzt das. müssen wir dich nur noch da rauskriegen. Das ist mein Job. Richtig. Wie lange brauchst du? Ich könnte inzwischen. Was wolltest du sagen? Und das ist der Grund, warum man immer einen zuverlässigen Partner haben sollte. War eine Kleinigkeit. Oh, ich habe nicht mit dir gesprochen. Jetzt aber raus hier. Das ging schnell. Mach dich auf eine Show gefasst, Vieh. Ah, hallo. Oh, du bist ein Neuer. Kann man so sagen? Tata! Was? Solltest du nicht eine große Show abziehen? Nein. Tata! Oh Mann. Okay, du bist sicher, dass du der Djinn aus der Lampe bist? Ich dachte immer, Djinns seien gottähnliche Supermagier mit gesundem Ego. Oh ja, sie sind toll. Aber bist du nicht auch ein Djinn? Oh, nun ja, das stimmt natürlich. Also nicht, dass du nicht toll bist. Ich dachte nur, du wärst größer. Meine Brüder sind alle größer. Sie dienen den mächtigsten Herrschern überall im Universum. Mich, na ja, mich haben sie hierher geschickt Nein. zum Üben. Sie meinten, in dieser seltsamen Welt fällt es nicht so auf, wenn ich Mist baue. Na, klasse. Wie heißt, wir wissen, wie er heißt. Er hieß, glaube ich, Benny, glaube ich. Mein B Name ne? ist Nate. Du kannst mich Meister Nate nennen. Wie ist Benny, dein ne? Name? Benjamin, Ben Nabil, Tafik, Ben Ikrem, Kamil, Ben Abbas, Ibn Hatschi. Was? Ich nenne dich Benny. Genau, Gesundheit. Als Djinn musst du mir drei Wünsche erfüllen, oder? Natürlich, klar. Super. Aber? Es wäre schön, wenn, nun ja, könnten wir uns vielleicht auf drei kleine Wünsche einigen. Okay, was heißt jetzt wirklich kleine Wünsche? Du meinst, wenn ich mein eigenes Königreich mit unermesslichen Reichtümern haben will, darf es nur ein kleines Königreich sein? Unermessliche Reichtümer. Ich könnte vielleicht eine Münze. Wow. Eine Münze? Ich will eine Elfenprinzessin beeindrucken. Meinst du, ich kann das mit einer Münze?
Ich bin nun mal nicht so gut im Zaubern. Oh, wei. Nicht so gut im... Ganz ruhig. Alles zu seiner Zeit. Oh mein Gott. Fangen wir klein an. Aber wir haben es ja schon gesehen im ersten Part. Oh. Oh? Das ist nicht so ganz einfach. Nicht ganz einfach? Bitte nicht unter Druck setzen. Ich mag es nicht, wenn man mit mir schimpft. Konzentriere dich und öffne das Ding. Das ist mein Wunsch. Ah, also gut. Das geht doch... Nein! Ich hab's geschafft! Alarm, hast du Alarm, das gesehen? Diebe. Nein! Das Schloss? Du solltest das Schloss öffnen. Das ist ein magisches Schloss. Das kann ich nicht. Benny, sofort! Aber wenn ich was falsch mache? Oh mein Gott. Ja, wir haben es ja im ersten Part schon gesehen, dass Benny einfach nichts kann. Und ich habe echt das miese Gefühl, er nimmt die Mary auseinander. Benny, wütender Pirat und wütender Kopfgeldjäger. Am Ende schimpfst du sicher wieder. Benny, wie lange kennen wir uns schon? Etwa eine Minute? Und in der Zeit hast du mich nur einmal enttäuscht. Ehrlich? Ja, ich glaube an dich. Lass alles raus, Benny. Du gegen das Schloss. Also gut. Oh mein Gott. Ich kann das erklären. Die Lampe gehört mir. Oh, da können wir gerne drüber reden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Keine Bewegung. Ich wünschte, ich könnte der Aufforderung nachkommen. Wirklich. Oh. Okay, es ist nicht die Mary, die auseinander... Okay, gut. Also die... Mary ist schon mal nicht auseinandergeflogen. Das ist schön. Oh. Der Erzmagier behauptet, es gäbe kaum Aufstiegschancen für einfache Bürger. Wer reich ist, bleibt reich und wer arm ist, bleibt arm. Das ist natürlich Blödsinn. Haben Sie das? Blödsinn. Ja, hab ich. Er plädiert für mehr Bildung, auch für die Armen. Was sagen Sie dazu? Zu kompliziert. Ich und meine Partei haben einen einfacheren. Meine Partei und ich? Jedermann kann schon morgen zu den Gewinnern des Lebens gehören. Ich präsentiere die Lotterie! Und die Gewinner dürfen dann von der Unterstadt in die Oberstadt ziehen? Der Gewinner. Einmal im Monat schenken wir einem Bürger aus der Unterstadt ein besseres Leben in unserer Mitte. Und Sie werden darüber berichten, Herr Fuchs. Das neue fabelhafte Leben der Gewinner und wie ich es ermöglicht habe. Oh mein Gott. Des Gewinners. Singular. Die erste Ziehung ist morgen. Ich erwarte, das groß in der Zeitung zu sehen. Sehr wohl, Madame. Hui, eine Münze. Tschüss, Herr Fuchs. Und den kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Das ist der Kramer. Beziehungsweise Krämer, oder wie auch immer. Jorge, genau, Jorge der Händler. Was haben wir hier? Auf jeden Fall sind wir wieder mit Bilbur, sag ich jetzt schon. Wilbur unterwegs, das ist schön. Na dann schauen wir doch mal, was die Jorge zu berichten hat. Hallo, Jorge. Wilbur. Das war's. Wie laufen die Geschäfte? Was macht das Geschäft? Könnte besser sein. Ich dachte, jetzt, wo der Krieg vorbei ist, brummt der Laden wieder. Tut er ja auch. Aber es könnte besser sein. Es könnte alles besser sein. Warst du heute unten in der Stadt? Wie ist die Lage? Die Spinner übernehmen das Kommando. Du meinst die Protestler? Mehr Gold für alle fordern sie. Sollen lieber arbeiten, dann haben sie Gold. Aber geht es nicht genau darum? Sie wollen arbeiten, aber es gibt keine Arbeit. Es gibt genug Arbeit.
Ich habe ein paar von denen Arbeit angeboten. Ja, aber sie wollen bezahlt werden. Siehst du? Also geht's doch ums Gold. Man reicht den Faulenzern den kleinen Finger und sie wollen gleich die ganze Hand. Und wer soll's bezahlen? Die ehrlichen Händler. Naja, aber ist doch irgendwo klar, oder? Dass man für Arbeit auch eine Gegenleistung haben möchte und in dem Sinne Bezahlung. Dann stehst du wohl auf Seiten der Ratsvorsitzenden, oder? Worauf du wetten kannst. Alle Händler tun das. Immerhin ist sie eine von uns. Wenn auch nur eingeheiratet. Was? Ihr Mann, der alte Van Buren, war der reichste Händler hier in der Gegend. War? Ist seit 2 Jahren tot, war der letzte Van Buren. Schon sein Vater und dessen Brüder waren Vollblutkaufleute. Haben aus dem großen und mächtigen Handelskonzern ihrer Eltern einen noch größeren und noch mächtigeren Handelskonzern gemacht. Die Van Burens wussten, wie es geht. Und die Witwe weiß es auch. Sie kennt die Nöte der Händler und wird sicherlich die Steuern senken. Zahlst du denn überhaupt Steuern? Das nicht. Aber zu hoch sind sie trotzdem. Das kann dir doch am Arsch vorbeigehen. Mann! Wie es aussieht, ist dein Kran fertig. Und ob. Endlich kann ich Waren direkt zu meinem Stand hinablassen. Das spart den Zoll und das Bestechungsgeld für die Stadtwache unten am Tor. Ist das denn legal? Keine Bestechungsgelder bezahlen? Weiß nicht. Aber in der heutigen Zeit muss man sehen, wo man als ehrlicher Händler bleibt. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Bis dann. Ich weiß nicht, ob Jorge das vielleicht nicht weiß, aber indem er dies tut, ist er kein ehrlicher Händler mehr. Und ich denke mal, wir müssen uns bestimmt irgendwie auf den Kran schleichen. Das hier oben war schon immer der Hauptumschlagplatz für Waren, die per Luftschiff angeliefert werden. Genau. Jorge ist einer der größten Händler der Stadt und seit der Krieg vorbei ist, werden jeden Tag mehr Waren angelandet. Ja, hier war auch die im ersten Teil Mary mit, ich habe den Namen von der Orkin vergessen, die Nate gefangen hatte. Jorge benutzt den Kran, um den Zoll am Tor zur Unterstadt zu umgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Ist es auch nicht. Jorge benutzt den Kran. Ich kann mir nicht. Okay, also mit dem Kran müssen wir dann definitiv was machen. Grundnahrungsmittel und dergleichen werden in den Dörfern um die Stadt herum angebaut. Die Bauern bringen sie täglich auf den Markt. Aber sie kommen mit der Produktion kaum nach. Viele Felder sind verwildert und es fehlt an erfahrenen Bauern, gutem Saatgut und Tieren. Diese Waren hier kommen von weiter weg. Es sind meistens Dinge, die im Umland nicht hergestellt werden können. Ist doch schön. Okay, wir gehen mal weiter, gucken uns mal die Lostrommel mal an. Und dann kommen wir in die Unterstadt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Lotterie eine gute Idee ist. Klar, für den Gewinner ist es eine feine Sache. Aber wäre es nicht Zufall, wenn der Richtige gewinnen würde? Ja, und es gewinnt garantiert nicht der Richtige. Vielleicht müssen wir uns dafür eintragen oder wem anders. Und da ist auch wieder die Stadtwache. Was haben wir hier? Die Bäckerei. Alle teuren Geschäfte in Seefels befinden sich hier in der Oberstadt. Ach, das ist ja die Oberstadt, genau. Diese Bäckerei macht die feinsten Torten, die leckersten Kuchen und die verführerischsten Pralinen. Zum Glück habe ich nicht genug Geld, um mir jeden Tag eine Leckerei zu kaufen. Ich würde bald nicht mehr in meine Lehrerrobe passen. Ja, also Bäckerei ist nicht... Und ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, ich habe ganz kurz gecuttet. Austreten musste sein. Was haben wir? Mit der Stadtwache möchte ich noch nicht reden. Wir schauen uns erstmal weiter um. Das ist das Wappen der stolzen Stadt Seefels, Hauptstadt der Allianz und größte Stadt Aventasiens. Seit all die Flüchtlinge ihr Lager vor den Toren aufgeschlagen haben, ist die Stadt größer als jemals zuvor. Seefels wurde im Krieg nie eingenommen. Die Stadt hat dicke Mauern und erhebt sich über 200 Meter in die Höhe, wie ein Turm. Deswegen nannte man den großen Krieg auch den Krieg der 2 Türme. Seefels gegen den dunklen Turm der Erzhexe Mortroga. Oh Mann. Oh, ich liebe diese Anspielungen. Ah, es ist einfach nur... Es verbreitet einfach immer nur Laune. Die gute Laune. Die aktuelle Ausgabe des Seefels Ausguck, der örtlichen Zeitung. Ratsvorsitzende Van Buren, wir stehen für Chancengleichheit. Morgen präsentieren wir unsere Lösung der Armutsproblematik. Einfache und effiziente Lösungen gibt es nur mit uns.
glaube ich nicht. Außer der Zeitung kleben hier noch einige Wahlkampfplakate. Der Tod ist letzte Woche in den Wahlkampf eingestiegen. Seine Slogans lauten Tod für alle und der Tod ist die Lösung. Und was ist das hier? Hey! Erzmagier Alistair ist ein Verräter. Er benutzt das Artefakt des Schicksals für eigene Zwecke, anstatt damit allen zu helfen. Und hier, Freunde des Erzmagiers behaupten, er hätte nie im Krieg gedient. Außerdem ist er nicht in Seefels geboren. Das stimmt doch alles gar nicht. Alles Schund, auch am besten finde ich echt immer auch mit dem Tod. Der Tod ist die Lösung, Tod für alle. Der Ausguck berichtet nicht fair. Oh, und geil. Irgendjemand hat diese Lügengeschichten über den Erzmagier an die Wand geklebt. Kein Wunder, dass sein Vorsprung in den Umfragen schmilzt. Der Ausguck... Warum reißt du es nicht einfach ab? Okay, eventuell wegen der Stadtwache. Was haben wir denn hier? Hallo, Herr Schildträger. Wenn das nicht der kleine Wetterwurz ist. Quarz. Wetterquarz für Sie, Herr Schildträger. Professor Wetterquarz sogar. Oh, Eure Lordschaft. Verzeiht, dass ich nicht niederknie. Okay, Arsch. Wie ich sehe, sind Sie immer noch der Hauptmann der Stadtwache. Hauptmann und Ihr einziges Mitglied. Warum immer noch. Gibt es nicht mehr Wachen? Sie können alleine doch unmöglich für Ordnung sorgen. Die Ratsvorsitzende sieht das anders. Sie wollte unbedingt mich für diesen Posten. Nichts ist wichtiger als Loyalität, hat sie gesagt. Ja, Loyalität zur Ratsvorsitzenden. Na, klasse. Ach hier, ganz wichtig gleich, da drüben hängen Schmähplakate an der Wand. Dort drüben hängen Plakate, die Unwahrheiten über den Erzmagier verbreiten. Und? Und? Es sind Lügen. Jeder kann sie lesen und ein paar glauben sie vielleicht sogar. Was will man machen? Sie könnten sie entfernen. Ich würde es selber machen, aber ich habe kein Wasser und keinen Spachtel und... Was? Es ist Ihre Aufgabe. Also schön. Morgen. Jetzt habe ich zu tun. Bitte? Er hat zu tun? Was haben Sie zu tun? Ich bewache die Stadt. Ich bin die Stadtwache. Oh, ich könnte den ersten Teil schon nicht leiden. Wie sieht es in der Unterstadt aus? So ähnlich wie hier. Nur dreckiger und alles ist kleiner. Was ist mit den Flüchtlingen, meine ich? Keine Ahnung. War vor ein paar Wochen das letzte Mal unten. Von hier oben sieht es aus, als würde die Zeltstadt kaum noch wachsen. Entweder kommen weniger neue Flüchtlinge an, oder der Platz ist einfach voll. Gehört die Unterstadt nicht auch zu Ihrem Zuständigkeitsbereich? Man kann ja wohl kaum von mir erwarten, dass ich da runtergehe. Da unten wimmelt es von Verbrechern. Alpassen. Aber außerdem haben die Chaoten Barrikaden errichtet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht ins Zeltlager. Was ist nur aus Seefels geworden? Schrecklich. Warum ist das Tor geschlossen? Ich möchte in die Unterstadt. Ausgangssperre. Nach Einbruch der Dunkelheit dürfen Bewohner der Oberstadt nur noch mit spezieller Erlaubnis die Unterstadt betreten. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Van Buren. Ratsvorsitzende Van Buren. Sie ist besorgt um das Wohlergehen der Oberstadtbewohner. Und so eine Erlaubnis bekomme ich wo? Von ihr. Heute nirgendwo mehr. Morgen kannst du ins Rathaus gehen und da einen Antrag stellen. Aber ich bin heute Abend mit Remy im Gasthaus verabredet. Pech. Klasse. Das... Eigentlich möchte ich das jetzt nicht machen. Der Kran von Jorge, dem Händler, ist endlich fertig, wie es scheint. Schon seit 2 Tagen. Hat gestern und heute massig Sachen rauf und runter befördert. Und Sie haben die Waren kontrolliert? Warum sollte ich? Wird nicht für Alkohol, Pfeifenkraut und noch ein paar andere Dinge zollfällig, wenn man sie von der Oberstadt in die Unterstadt schafft? Ist auch schon sehr geil, ja. In dieser Stadt passieren echte Verbrechen. Um die kann ich mich auch schon nicht kümmern. Was ein Typ. Jorge hat etwas von Schmiergeld für die Stadtwache gesagt. Wissen Sie etwas darüber? Das ist eine unerhörte Unterstellung. Die Stadtwache lässt sich nicht bestechen. Nein? Das ist gut. Andernfalls hätten sie jetzt wohl auf eine Menge Gold verzichten müssen. Ich meine, wenn keine Waren mehr durch dieses Tor da gehen, muss auch niemand mehr bestochen werden, oder? Das ist... richtig.
Jorge prellt also den Staat um seine wohlverdienten Steuern, weil er Waren in die Unterstadt schmuggelt, hast du gesagt? Ups. Wollen Sie ihm den Kranbetrieb verbieten? Nein, Jorge und seine Händlerkollegen haben viel Einfluss. Außerdem, von einem Verbot hat doch niemand etwas, oder? Nein, ich habe eine andere Idee. Nur wie stelle ich das an? Was denn für eine Idee? Was wollen Sie gegen den Schmuggel unternehmen? Jemand müsste eines von Jorges Alkoholfässern markieren und es dann von der Unterstadt aus bestellen. Sollte das markierte Fass dort noch heute Nacht auftauchen, ohne dass Steuern dafür gezahlt wurden, haben wir den Beweis. Sie können ja richtig clever sein, Herr Schildträger. Können. Das Problem ist nur, ich kann hier nicht weg. Ich muss die Stadt bewachen, du verstehst schon. Aber du kannst deine Bürgerpflicht erfüllen und der Stadtwache behilflich sein. Bürgerpflicht? Ich soll ihren Job machen. Natürlich nicht umsonst. Was willst du für deine Hilfe? Ich will ein Pony. Ich will ein Pony. Aha, du willst also freien Zugang zur Unterstadt. Du Arsch. Nein, ich will ein Pony. Ja, das sagtest du schon. Aber so funktioniert das nicht. Du wolltest in die Unterstadt, ich lasse dich nicht, will aber zufällig etwas von dir. Also treffen wir eine Übereinkunft und du bekommst... ein Pony? Also schön, ich möchte gerne in die Unterstadt. Das ist so geil. Ausgezeichnet. Du hilfst mir, Jorge zu überführen und erhältst dafür den Schlüssel zum Tor. Okay. Hier hast du ein Stück Kreide. Was? Was soll ich denn mit Kreide? Achso, ja. Werden wir natürlich hoffentlich nicht markieren oder irgendwas anderes markieren. Hoffentlich läuft das so. Auf jeden Fall ist der Part jetzt auch vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst doch ruhig einen Kommentar oder ein Gefällt mir, wenn es euch wirklich gefallen hat. Bis dahin, Leute. Macht's gut.